Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde hier von unserem Trader Floor in Frankfurt. Ja, nach der FED ist vor der EZB, nach dieser aufregenden Sitzung gestern Abend, die eigentlich nur bestätigt hat, was der Markt schon 2,5 Wochen so in seinem Kessel drin gehabt hat, kommen wir heute Nachmittag um 13.45 Uhr dazu, was die EZB denn vorhat zum Thema Inflation. Die Reaktion der Märkte heute hat natürlich sehr, sehr stark damit zu tun, dass es unbedingt gewollt war, dass jetzt gegen die inflationären Tendenzen etwas getan wird. Und das hat die FED gestern sehr, sehr klar in ihrem Statement auch gesagt. Zum einen eben, dass sie die Anleihekäufe El Rapido natürlich reduzieren wird. Das wird also bis März wohl passieren. Und dann auch nochmal im zweiten Teil, wie man sich die Fahrplan zur Zinserhöhung vorstellt. Das soll also auf jeden Fall nächstes Jahr losgehen und dann 2022 auch noch ein bisschen mehr Tempo reingebracht werden. Ob das reichen wird, wird sich natürlich dann an den nächsten Inflationszahlen im Januar messen. Und da könnte es natürlich dann auch wieder so ein bisschen zittrig losgehen. Zumindest heute ist die Reaktion der Märkte erst einmal positiv. Ich sage erst einmal, weil wir eben die EZB-Sitzung noch haben, Pressekonferenz 14.30 Uhr. Und natürlich darüber hinaus dann morgen den großen Terminverfall. Also die Schwankungen werden bleiben. Die Euphorie nimmt ja auch schon wieder ein wenig ab. Was werden wir heute Nachmittag machen? 14.15 Uhr Zertifikate-Trade des Tages. Ja, wir werden uns mit den Tech-Aktien natürlich beschäftigen, insbesondere die, die den Dow Jones beeinflussen. Und deshalb werden wir uns jetzt erstmal hierzu die Charts anschauen. Zunächst einmal den Dow Jones itself. Die Reaktion, ich hatte es ja gerade angekündigt, war schon sehr positiv. Deutlich über der 36.000-Punkte-Marke, was wir hier sehen können. Und es ist auch vorbörslich weiter mit Zugewinnen zu rechnen. Nun kommen wir natürlich hier wieder in Richtung der Allzeithochs. Sie sind ja nur noch ein Schnäppchen weg, also rund 300, 400 Punkte. Und wenn wir natürlich da drüber laufen würden, dann wäre es so, dass wir ein neues Allzeithoch haben. Die zyklischen Zeiträume dafür sind ja Dezember, Januar, Juli, August und auch Juni, vor allem der Juli eigentlich, also eigentlich so 3-4 Monate, in denen Allzeithochs zyklisch meistens gesetzt werden. Die anderen Monate sind da eher so ein bisschen eine Ausnahme. Also Dow Jones möglicherweise mit einem neuen Allzeithoch, wir werden es sehen. Die nächsten 2 Wochen bleiben da ja noch zur Verfügung. Dann die Salesforce, diese Aktie, ein Update dazu hatten wir, oder Zertifikat hierzu hatten wir hier aufgenommen. Die Aktie ist ja auch erstmal dann ein Stück nach oben gelaufen. Jetzt hat sie hier einen zweiten Tiefpunkt gesetzt. Unser Zertifikat ist auch schon mit 7% im Plus. Und durch diesen zweiten Tiefpunkt ergibt sich daraus unter Umständen für die Salesforce schon noch ein weiterer Anknüpfungspunkt nach oben. Das werden wir dann heute Nachmittag natürlich nochmal besprechen. Und der Zertifikate-Trade des Tages haben wir uns rausgesucht. Cisco Systems, die Aktie, wie ihr seht hier, auf einem neuen Jahreshoch bei knapp $60. Und wenn diese Marke überschritten wird, dann ist der Weg frei zu Hochpunkten von vor 20 Jahren. Genaueres werden wir natürlich dazu heute Nachmittag dann euch vorstellen. Soweit für die Charts. Und wir haben uns natürlich da entsprechend auch schon ein Zertifikat rausgesucht von Morgan Stanley mit der Kennnummer MA37ZW. Mit einem Hebel von 3,44 und die Knockout-Schwelle bei 43,03. Wir freuen uns heute Nachmittag auf euch um 14.15 Uhr für den Zertifikate-Trade des Tages, wo wir eben diese Aktien aus dem Dow Jones nochmal etwas näher beleuchten werden. Registriert euch bitte unter heavytraders.live und seid dabei heute Nachmittag, wenn es dann heißt Zertifikate-Trade des Tages. Also bis dann.